Ja, sei ehrlich, sei echt, sei ein Original. Darum geht es heute als Thema in dieser Predigt. Aber wir fangen mit Erntedank an und ich danke gleich mal am Anfang. Was denn? Hoch? Nochmal ankleben? Okay, Entschuldigung. So. Geht das so? Gut. Will ich jetzt verstehen? Immer noch, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ist nicht an, da? Nein, ist aus. Bin ich jetzt zu verstehen? Ja. Besser. Okay. Mal sehen, ob das so bleibt. Bin ich immer noch zu verstehen? Sehr schön. Sei ehrlich. Okay, darum geht es in der Predigt. Erntedank, genau. Es geht ums Dank. Wir haben das irgendwie so ein bisschen verpasst. So, es ist ja meistens Anfang Oktober und wir haben das eben auf heute verlegt. Ich danke einmal für die Dekoration. Dann danke ich Levke für die Präsentation, die sie mir fertig gemacht hat. Das ist alles ganz super. Für all das bin ich dankbar. Ja, wenn wir in der... Ich predige eigentlich nicht wirklich über Dankbarkeit, aber ich gebe ein paar Worte drauf ein. Wenn wir so in den Gruppen fragen, vor allem auch in der Kinderkirche oder anderswo, wofür seid ihr denn so dankbar? Dann müssen die Kids immer erstmal nachdenken. Und vielleicht geht es uns aber auch genauso. Und wir müssen auch erstmal nachdenken, ja, worüber bin ich denn dankbar? Und jetzt gebe ich ein paar Anregungen, wofür du dankbar sein kannst. Denn ich habe eine Challenge gefunden im Internet. Da hat auch jemand gefragt, wofür bist du heute dankbar? Okay, und dann geht's hier los. Dann hat jemand geschrieben, ich bin dankbar, dass Gott mir einen gesunden Menschenverstand gegeben hat, um an das Richtige, das Gute und die Liebe zu glauben. Durch die Führung des Heiligen Geistes ist es mir möglich, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Für meine Familie und dass alle gesund sind und hoffentlich bleiben. Ich bin einfach dankbar für alles, was er für uns tut. Heute bin ich dankbar für alle Begegnungen und dass wir endlich eine Fotografin für unsere Hochzeit gefunden haben. Thank you. Danke, dass meine Familie und ich gesund sind und für alles, was wir haben. Dafür, dass Jesus mir treu ist, ohne dass ich das verdient habe oder überhaupt verdienen könnte. Ich bin dankbar für alles, was Gott mir gibt, egal was. Dass meine Familie und ich gesund sind und noch in Frieden leben dürfen. Danke, Jesus. Amen. Für alles, was ich habe und wer ich bin. Gestern, heute und für immer, dass Gott unser aller Gott ist. Yeah. Für einfach alles. Dass ich heute aufwachen durfte und gesund bin. Ich bin dankbar dafür, dass er mich beschützt und mich nie allein lässt. Dafür, dass ich gesund und munter bin, für das tägliche Essen und Trinken und für meine Familie und mein Kind und für alles, was ich habe. Ich bin dankbar für das Leben, das Gott mir gegeben hat. Ich bin dankbar für mein Team. Ich bin dankbar für Gottes Treue. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die ich gefunden habe, die sind dankbar für diese Pandemie. Also nicht für die Pandemie an sich, aber für das, was sie jetzt erleben, dass sie Gespräche führen mit Leuten, mit denen sie sonst nicht gesprochen hätten, dass sie plötzlich Gebetsgemeinschaften entdecken, auch in ihrer Gemeinde, übers Internet halt, aber die sie vorher so nicht hatten und Beziehungen pflegen, die sie vorher nicht so gepflegt haben. Und deswegen sind die dankbar. Da kann man nun verschiedener Meinung sein, wie das so ist, aber Dankbarkeit ist immer etwas Gutes. Okay? Gut. Aber tatsächlich geht es in meiner Predigt heute um etwas anderes. Und ich bin nicht weitergegangen. Okay, also Dankbarkeit. Mein eigentliches Thema ist die Bergpredigt. Nein, auch nicht. Stimmt nicht. Nicht die ganze Predigt. Hilfe. Matthäus 6. Und wenn ich mal Matthäus 6 höre, dann, die Bergpredigt, ne? Die Bergpredigt. So, Bergpredigt, okay.
Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der hat mir Folgendes gesagt. Der hat gesagt, also ich bin nicht gesetzlich. Ich halte nicht mehr das alte testamentliche Gesetz. Das gilt nicht mehr. Und das sehe ich auch ein. Und Katrin hat ja auch letzte Woche gegen Gesetzlichkeit gepredigt. So, also er sagt, ich bin nicht gesetzlich, aber die Bergpredigt. Ich lebe nach der Bergpredigt. Ich orientiere mich an der Bergpredigt. Okay, habe ich gesagt, alles gut und schön. Aber Jesus hat ja noch mehr gesagt, außer der Bergpredigt. Nein, die Bergpredigt. Nur die Bergpredigt, die versuche ich zu halten. Danach versuche ich, mein Leben auszurichten. Okay, da ich das nicht zum ersten Mal gehört habe, schon mehrmals, sage ich dazu jetzt mal ein bisschen was. Für alle, die ähnlich denken, die irgendwas halten wollen in der Schrift oder aus der Schrift. In einem katholischen Handbuch, da stand mal geschrieben, dass die Bergpredigt ist ein unerreichbarer Berg. Es wird ewig ein Ideal sein, das wir niemals erreichen. Ja, was ist es denn nun? Ein Ideal, das wir nie erreichen oder muss ich es halten? Weder noch. Wir sind freie Leute. Mensch, wir sind Erlöste. Wir sind befreite Menschen. Wir müssen nichts halten. Weder irgendwelche Gesetze noch irgendetwas. Es ist gut, dass es diese Gebote Gottes alle gibt. Aber letztendlich sind wir frei. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, also das Gesetz oder die Gesetzlosigkeit, irgendeine Kraft. Sondern der durch Liebe wirksame Glaube, gerade 5 Vers 6, das Entscheidende ist also die Liebe und ist der Glaube an Gott. Ja? So, das ist das Entscheidende. Okay, aber auch das ist nicht mein Text und ich werde auch da nicht weiter groß drauf eingehen. Das ist mein Text und hierüber möchte ich predigen. Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Und ich lese ihn mal anfangen. Da sagt Jesus Folgendes: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie vor den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Okay, bis dahin unser Text. Nun ist der ein bisschen schwierig und wir müssen jetzt langsam rankommen an das, was Jesus eigentlich für uns hat, was er uns sagen möchte. Und wir betrachten einfach mal ein paar Wörter, die in diesem Text vorkommen und schauen uns diese Wörter an. Da fällt als erstes das Wort Gerechtigkeit auf. Da steht da wie so eine Überschrift. Gerechtigkeit kann auch sagen, Gutes tun, Frömmigkeit oder aber auch neues Leben. So, dann kann man sagen, dann kann man ja so übersetzen, habt Acht in eurem neuen Leben als Christen beim Geben, beim Beten und beim Fasten. Wir machen das nämlich nicht für Menschen, damit die uns bewundern oder anerkennen oder so, sondern wir machen das für Gott und wir machen das für sein Reich. Das ist im Grunde genommen der Sinn des ersten Teils von Kapitel 6. Das zweite Wort, das immer wieder in diesem Text vorkommt, in Matthäus 6, ist das Wort Heuchler. Seid nicht wie die Heuchler. Heuchelei. Und weil es so häufig vorkommt, darum müssen wir uns das mal angucken, was das für ein Wort ist und was das bedeutet. Heuchelei ist eine Haltung, in der meine Handlung, meine Gebärden und meine Worte nicht mehr meinem Inneren, das, was ich innerlich empfinde, in meinen Worten, in meinen Gefühlen, nicht mehr damit übereinstimmt. Das Wort bedeutet, wenn wir es gut deutsch übersetzen würden, Schauspieler.
Also das ist ein Mensch, der letztendlich eine Maske trägt und die Rolle eines anderen Menschen spielt. Vor kurzem, da haben die Kinder unten gespielt. Wir spielten die Prinzessin und ihr Leibwächter und haben sich entsprechend verkleidet. Wenn das Kinder machen, dann ist das niedlich und sieht süß aus und so. Im Theater ist das auch noch in Ordnung, da kann man das auch machen. Wenn wir das aber in unserem Alltag machen, als Erwachsene und in eine andere Rolle schlüpfen und letztendlich Masken tragen, dann werden wir leider unecht und dann werden wir unglaubwürdig. Und das ist gefährlich. Als junger Mann habe ich mal ein Theaterstück gesehen. Auf einem Kirchentag, ich bin ja in Dresden aufgewachsen, in Dresden, es gab da so gut wie keine Kirchentage, aber einen Kirchentag gab, durfte tatsächlich mal dort stattfinden. Auf diesem Kirchentag trat ein junger Mann auf und machte eine Pantomime. Und zwar hatte er lauter Masken vor sich liegen und er wechselte pausenlos seine Masken zur Musik. Ne? Immer wieder eine andere. Und dieses Stück hat mich ganz tief, als junger Mann, tief beeindruckt. Und ich habe mir gesagt, nein, so will ich nicht leben. Das möchte ich nicht. Ich möchte echt sein. Okay? Und möchte nicht irgendetwas vorspielen, was ich letztendlich nicht bin. Ein Petrus, ein alttestamentliches Beispiel, ein biblisches Beispiel zu bringen. Petrus hat geheuchelt. Einfach um mal klar zu machen, was es so bedeutet. Also er hat geheuchelt, der gute Petrus, der hat mit den Juden gegessen. Aber er hat sich distanziert von den zum Glauben gekommenen Heiden, den nichtgläubigen Juden. Mit denen hat er nicht gegessen, die hat er links liegen lassen. So. Aber nur, wenn diese gläubigen Juden anwesend waren, nur dann. Und er hat damit gezeigt, ich anerkenne die Autorität des Gesetzes. Dasselbe Gesetz, das er aber, dessen Autorität er gar nicht mehr in seinem eigenen Leben anerkennt. So, und das ist Heuchelei. Und da hat Paulus den guten Petrus total kritisiert dafür. Genau. Wenn wir Menschen gegenüber heucheln, dann täuschen wir Gefühle vor, die wir überhaupt nicht empfinden. Es geht darum, dann sich Vorteile zu verschaffen oder im richtig negativen Fall, wenn wir einen anderen schaden möchten. Auch dann heucheln wir. Wenn wir Gott gegenüber heucheln, dann sagen wir, dann wenden wir uns Gott zu, ohne eine wirklich innere Umkehr. Ohne, dass mein Inneres berührt ist davon. Der ursprüngliche Eifer, den ich für Gott habe, das Neue Testament, die Bibel spricht von der ersten Liebe, diese verflacht ziemlich schnell, sie veräußerlicht, sie nimmt eine leergewordene Form der Frömmigkeit an. Ich täusche andere und ich täusche mich auch selber. Und diese leere Form, dieses kalte Herz, wird letztendlich erfüllt von einem Geist, der gegen Gott gerichtet ist. Und das ist letztendlich eine Riesengefahr. Es ist die Gefahr aller zur Gewohnheit gewordenen Frömmigkeit. In der Gefahr stehen wir alle, wenn wir länger fromm sind. Und darum ist es immer wieder wichtig, sich selber auch ein Stück zu überprüfen, mal zu hinterfragen. Okay, also, es ist eine Gefahr, in der letztendlich die Unterscheidung von echt und unecht verloren geht. Man verfällt einer äußeren Form und lebt nicht mehr in der Gnade Gottes. Das sagt also Jesus hier in diesem Text, er sagt, sei kein Schauspieler. Das sagt er. Das nächste Wort, das hier auftaucht, ist das Wort Lohn. Jesus sagt, habt Acht auf euer neues Leben als Christen, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater. So, wie ist das nun zu verstehen, was er da gesagt hat? Was meinen wir mit Lohn? Was meint er mit Lohn? Denn der lohnende Beifall der Menschen, den er ja gerade eben verurteilt,
Der wird ja abgelehnt. Nun, der Lohn Gottes ist aber etwas anderes als der Lohn der Menschen. Ist eine ganz völlig andere Sache. Es geht eben nicht so sehr um Entlohnung wie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also ich mache etwas, ich mache eine Tätigkeit und dafür bekomme ich meinen entsprechenden Lohn. Bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist das eher zu verstehen im Sinne eines Familienverhältnisses. Also ein Vater, der seinem Kind etwas Gutes tut, der ihm eine Gabe gibt, ein Geschenk gibt, der Versprechungen einlöst, der Verheißungen erfüllt, der sein Kind beschenkt, einfach mit seiner Gegenwart, mit Anerkennung beschenkt. In diese Richtung ist eher das Wort Lohn zu verstehen. Römer 8, Vers 32. Wie sollte er uns mit seinem Sohn nicht alles schenken? Das ist der Lohn für unsere Sünde, dass Jesus für uns gestorben ist und mit seinem Sohn ist ihm uns alles geschenkt. Mein Topspruch, ein Spruch, der mich immer mein ganzes Leben bisher begleitet hat und mir immer wichtiger wird. Okay, wobei nun also der himmlische Lohn, der steht in keinem Vergleich zum irdischen. Er ist viel, viel mehr, übersteigt all unser Denken, er übersteigt über alle Maßen. Er ist nie und nimmer eine Gegenleistung für unser irdisches Tun im Leben als Christ. So ist Lohn nicht zu verstehen. Das meint er nicht. Wenn du also nun mitarbeitest in einer Gemeinde, um für den Menschen, um bei den Menschen Anerkennung zu finden, dann ist das fatal. Die Regeln in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einer Gruppe, die bekomme ich ganz schnell raus. Und wenn ich mich nun äußerlich anpasse und auch so rede und mache und tue, aber innerlich im Herzen, ist das nicht so. Dann ist das fatal. Wenn mir Gott und sein Reich nicht wirklich ein Anliegen ist, wenn ich also nicht wirklich eine Liebe habe, Mensch, dann ist das fatal. Wenn ich gebe, wenn ich spende, um letztendlich um der Menschen willen, und damit aufhöre, sobald mir eben die Menschen oder die Gemeinde angeblich nichts mehr geben und ich ihnen damit klar mache, ich mache das eigentlich nur für euch, ich mache das gar nicht für Gott, ich mache das nur für euch, Leute, dann ist das fatal. Wenn ich Gott in meiner Gemeinde diene, um seine Anerkennung zu finden, um bei ihm mich irgendwie beliebt zu machen, um beliebt zu sein, dann ist das fatal. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, aber auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, in dem Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein, zeigt Folgendes. Wer Gott dient um irgendeines Lohnes willen und nicht aus einer bedingungslosen Liebe heraus, der geht an der Gnade Gottes vorbei. Der geht der Gnade Gottes verloren. Lass es mich noch einmal sagen, mit anderen Worten. Was ich jetzt so sage, das habe ich aus Büchern. Ich war in keinem Synagogen-Gottesdienst vor 2000 Jahren. Ich war nicht dabei. Nach der Lehre der Rabbinen zeigt ein Jude seine Liebe durch drei Leistungen. A. Durch Wohltätigkeit, also das Almosen geben. Durch Gebet und durch Fasten. Wenn ich das übertrage auf das Leben als Christen, dann bedeutet das A, durch den Dienst am Nächsten, also das Almosen geben, dann durch den Dienst an Gott, das ist das Gebet, und der Dienst am inneren Menschen durch das Fasten. Und Jesus sagt jetzt nicht, seid nicht wohltätig, betet auch nicht und fastet nicht. Sondern er sagt, mach das nicht wie die Pharisäer. Na Mensch, wie machen da das die Pharisäer? Na, die haben das so gemacht, damit sie bewundert werden. Die wollten anerkannt werden dafür. Und so sollen wir das also nicht
machen. Die machen das, um angestaunt zu werden. Und das selbst von Menschen, die sie im Grunde ihres Herzens selber verachtet haben, wenn es sich um sogenannte Sünder gehandelt hat. Aber ihre Bewunderung, die haben sie schon gesucht. Die jüdische Wohltätigkeit gab reichlich. Es war so, die Spenden damals geschahen in der Öffentlichkeit. Und weil sie in der Öffentlichkeit geschehen sind, darum ist man unter Druck geraten. Und man war geradezu gezwungen, viel zu geben. Also das lief so ab. Der Gottesdienst war zu Ende und da wurde aufgerufen. So, und dann ist jemand aufgestanden, also aufgerufen zu spenden. Und dann ist jemand aufgestanden und hat eine Summe genannt. Eine hohe Summe. Am besten eine hohe Summe. So, und dann wurde die Summe höher. Und wenn die richtig hoch waren, diese Summe, dann bist du nach vorne gerufen worden, vor der ganzen Gemeinde. Und bist auf dieses Podest gerufen worden und durftest neben dem Rabbi Platz nehmen. So, alle ehrten dich, alle schauten dich an, alle staunten, alle bewunderten dich für das, was du gegeben hast. Aber damit war das ja noch nicht zu Ende. Jetzt ist der Gemeindediener aufgestanden, hat seine Posaune genommen und hat in seinen Horn da geblasen, damit die Himmlischen, der Himmel auf dich aufmerksam wird. Und deine wunderbare Gabe, die du gerade gegeben hast. Und es ist klar, wie man sich fühlt. Wie fühlt man sich? Fantastisch, oder? Richtig geehrt, toll fühlt man sich. Und das ist auch das Ziel. Und ging dieses ganze Spektakel ging ja weiter. Und was ich noch sagen will, umso höher die Summe, umso größer wurde das Spektakel. Und dieses Spektakel ging weiter. Dann ist man auf die Straße gegangen, dann wurde man von allen Leuten gegrüßt, vielleicht sogar zum Essen eingeladen, keine Ahnung. Aber man war richtig so im Mittelpunkt. Siehst du, und dieses Schauspiel, das ist das, was Jesus uns verurteilt. Er sagt, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das heißt, du sollst nicht mal über deine eigene Handlung drüber nachdenken. Mensch, mach doch nicht so ein Gewese draus. Das ist das, was Jesus hier sagt. Selbstlosigkeit, Hingabe, Glaube, das kennzeichnet ein Leben mit Jesus. Aber keine Werke. Leute, wir sind geliebt, wir müssen uns bei unserem Gott nicht beliebt machen. Durch nichts. Und das ist herrlich und das ist entspannt. Almosen. In allen deutschen Übersetzungen steht Almosen geben, aber hier ist viel, viel mehr gemeint als nur Almosen geben, als Geld geben an Arme. Es geht um Barmherzigkeit, es geht um den Dienst am Nächsten, es geht um Erbarmen, es geht um Mitleiden mit seinem Nächsten, es geht um Rücksicht nehmen, es geht um Achtung, um Respekt, um Voreinander, um Liebe, Hilfe, Mitgefühl, auch dem sozial Schwächeren gegenüber. Das ist damit gemeint, mit diesem Wort Almosen geben. Was sagt also Jesus? Habt Acht auf die richtige Liebe, auf die richtige Rücksichtnahme den Niederen und den Schwächeren gegenüber, wie ihr das auch ausübt. Und nun gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, ich helfe äußerlich sehr, sehr schnell. Aber innerlich mache ich das nicht. Ich versage mich einer wirklichen inneren Hilfe. Und was ich damit sage oder möchte, ist, dass ich mich nicht allzu sehr mit der Not des anderen auseinandersetze. Weil mir geht das alles zu nah. Und wenn mir das zu nah geht, darum ganz schnell ein bisschen Hilfe, vielleicht brauchst du ein bisschen Geld, so, dann gebe ich schnell Geld und dann war es das für mich. So, dann ist die Sache gelaufen. Oder ich höre mir ganz schnell an, wie geht es dir? Ach so, ja, gut, ja, ich bete für dich, tschüss. So. Und damit ich mich innerlich nicht allzu sehr mit der Not identifizieren muss, damit mir das selber nicht allzu nah geht. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist die Gefahr des Selbstbetruges, die Gefahr, dass ich handle aus niederen Beweggründen und das unter einer frommen, freundlichen und gütigen Oberfläche. Das ist die Gefahr des geltungssüchtigen Ichs, das leider in unserem Leben immer noch wieder zum Vorschein kommt, im Denken, Fühlen und Wollen.
ich habe etwas Edles getan. Oh, was für ein guter Mensch bin ich doch. Ich, weißt du, ich bin besser als die anderen. Wenn alle so wären wie ich, wenn alle so in der Gemeinde mitarbeiten würden wie ich, wenn alle so beten würden wie ich, wenn alle so fasten würden wie ich, oh ja, dann würde es viel besser aussehen in dieser Welt. Merken wir, wie dieses Ich herrlich auf deinem Thron sitzt? Wie Buddha sitzt nicht Jesus? Da sitzt wirklich unser Ich. Und hat sich so richtig schön breit gemacht. Und dagegen spricht nun Jesus. Und er sagt am Ende, als er die Seinen ruft, in Matthäus 25, da sagt er: Her zu mir, die ihr dem Hungrigen gedient habt, den Elenden und den Gefangenen. Und dann fragen die eine ganz hochinteressante Frage, kannst du nachlesen, steht wirklich drin. Jesus, wann war das? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wann soll das gewesen sein? Ach ja, aber das macht doch nicht so ein Ding draus. Ja, das war halt, ach Hilfe, nein, so schlimm, das war doch gar nichts weiter. Ne? So, und diese Haltung, die möchte Jesus bei uns sehen. Und nicht hier, das und ich ist ganz oben, sondern die andere Haltung. Letztendlich Gutes tun, aber machen wir bitte niemals irgendein Gewese drauf. Achten wir doch bitte alle auf unsere Motive, gerade auch beim Dienst am Nächsten, beim Dienst am Anderen. Sei echt, sei ehrlich. Wenn wir Masken tragen, dann kommt das raus. Vor einigen Jahren hat mal ein Bekannter von mir eine Gemeinde besucht und war dort im Gottesdienst und dann anschließend ist er nach Hause gefahren, hat sich in sein Auto gesetzt und ist losgefahren und dann kam an der nächsten Kreuzung ein Auto von rechts und ich weiß nicht wieso, vielleicht war er noch zu sehr mit dem Gottesdienst beschäftigt, mit der Botschaft, vielleicht war er ins Gespräch vertieft mit seiner Frau, er schnitt jedenfalls dem anderen die Vorfahrt. Und es kam aber nicht zum Zusammenstoß, es waren nur noch Zentimeter, beide konnten herrlich bremsen. Der Schreck war groß, aber es ist nichts passiert. So, und dann ist der andere Typ da aus dem anderen Auto ausgestiegen, hat er an seine Fensterscheibe geklopft und dann hat er den mal so richtig, meinen Bekannten, so richtig zur Schnecke gemacht. Er hat ihn runtergeputzt, er hat ihn zusammengebrüllt, warum er nicht aufpassen könne und hat ihn richtig runtergeputzt, so richtig. Das Dumme war, mein Bekannter kannte diesen Mann, er wusste, wer das ist. Das war einer der Ältesten der Gemeinde, die er gerade besucht hat. Einer von diesen Frommen, die ja gerade so nett in der Gemeinde gesessen haben. Die da so richtig freundlich, darf ich für dich beten? Weißt du, so ein Typ, so nett, richtig so netter Mensch. Und einer von denen, die singen, die Liebe des Herrn hat kein Ende. Ne? Ja, alles klar. So, und Leute, das kommt ganz schnell raus, wie gläubig wir wirklich sind. Wir werden nämlich nicht an den Ämtern erkannt, in der Gemeinde, die wir ausüben, sondern wir werden an unserer Frucht erkannt. Daran erkennt man einen Christen. Okay, der Teufel begehrte den Hiob zu prüfen. Er hat gesagt, der Hiob, der glaubt nicht wirklich an dich, lieber Herr. Der tut nur so, du beschenkst den ja, du gibst den doch alles, der ist reich und was weiß ich nicht alles. Nimm den mal alles weg und der wird aufhören, an dich zu glauben. Und wenn er nicht mehr gesund ist, na, dann geht es auch richtig los. Wenn du ihm noch die Gesundheit nimmst. Und Hiob bestand am Ende die Prüfung. Er blieb ein gläubiger Mann, er fiel in anderen Dingen. Aber letztendlich als Gläubiger blieb er. Er blieb ein gläubiger Mensch.
Und genau das meint auch Jesus, als er zu Petrus sagt, der Satan begehrt, euch zu prüfen, wie den Weizen. Er prüft unseren Glauben. Er prüft uns, ob unser Glaube wirklich echt ist. Oder ob wir nur so tun. Und darum spielen wir nicht den Fromm, um irgendeinen Job in der Gemeinde zu bekommen, irgendein Ding. Weißt du, es ist gar nicht so schlimm, wenn man nicht so fromm ist. Dann kann einen Gott noch verändern. Aber wenn ich so tue, als wäre ich fromm, bin ich es doch gar nicht, dann kann ich Gott auch nicht mehr verändern. Was soll er denn machen? Und genauso ist das aber auch, spiel nicht den Ungläubigen. Wenn du gläubig bist, ich habe mal geraucht als junger Mann. Und dann habe ich mich bekehrt, habe Jesus kennengelernt und dann habe ich immer noch geraucht. Ich weiß, darf man nicht und so, aber ich habe trotzdem geraucht. So, war einfach eine Gewohnheit. Und eines Tages bin ich davon frei geworden. Ich weiß den Tag heute wirklich nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Aber irgendwann war Schluss, war einfach vorbei. Und dann kam ein Tag, irgendwann, da habe ich mich bei Gott geärgert. Ich weiß es nicht, warum ich mich geärgert habe. Ich habe mich an ihm geärgert. Und dann habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich mir eine Zigarettenschachtel gekauft. Und in meinem Zimmer habe ich nicht geraucht. Und ich habe auch schon gar nicht in der Gemeinde, nein. Ich habe das so gemacht, dass überhaupt keiner gesehen hat. Es war nachts, mitten in der Nacht, bin ich raus. Und der Mond schien nicht und die nächste Lampe war auch ziemlich weit weg. War wirklich eine dunkle Ecke und dann habe ich mich da hingestellt und da habe mir meine Zigarette angezündet und habe die schön nach oben gepustet, so als ob, nur sieh mal Gott, ne? Nur ärgern schon mal gefälligst da oben. So, und dann habe ich Folgendes mitbekommen und plötzlich ist mir Folgendes innerlich klar geworden. Das passt nicht mehr zu dir. Nicht, man macht das nicht, das machen Christen nicht. Ne? Nein, das war es nicht. Sondern das passt nicht, das gehört einfach nicht mehr zu dir. Das bist nicht mehr du. Lass es sein. Und tatsächlich war das wirklich meine allerletzte Zigarette. Bis zum heutigen Tag. Kannst du mir gerne mal anbieten, ich schmeiße weg. Ein andermal, da bin ich richtig in so ein richtiges Fettnäpfchen getreten, ins Fettnäpfchen getreten und habe richtig einen Bockmist gemacht. Und zwar so ein Bockmist, dass es mir so peinlich ist, dass ich es lieber gar nicht sage, dass ich es lieber nicht erzähle. Aber ich habe davon jemandem geschrieben und das mir von der Seele geredet. Dann hat er zurückgeschrieben und hat gesagt, das bist nicht du. Und das hat mich sehr, sehr tief, ganz, ganz tief getroffen, als er das geschrieben hat. Gesagt hat, ja, tatsächlich, das bin nicht ich, das gehört nicht zu mir. Das ist Quatsch gewesen alles. Und darum, wenn du frei bist, Mann, dann leb doch als Freier. Und spiel hier nicht den Ungläubigen in deinem Leben. Das Letzte, was ich sagen möchte, sei ein Original. Sei keine Kopie. Weißt du, wir alle sind einmalig geschaffen worden. Keiner ist dem anderen wirklich gleich. Und darum, auch in unserem Glaubensleben, drücken wir ihn doch auf unsere eigene Art aus. Kopieren wir hier nicht irgendetwas. Ein Jugendlicher betrachtete mal eine Blumenwiese. Und dann hat er gesagt, hier sehen alle Blumen, sind alle gleich. Und dann wurde er belehrt und gesagt, nee, die sind gar nicht alle gleich. Guck mal bitte genau hin. Die eine Blume ist mehr nach links gewachsen, die andere mehr nach rechts. Manche sind richtig gerade. Bei manchen fehlt ein Blütenblatt oder ein anderes Blättchen. Manche lassen ihren Kopf hängen, manche nicht. Keine Blume ist der anderen wirklich gleich. Und auch wir sind letztendlich alle Originale oder als Originale geschaffen worden. Und darum leben wir auch als solche. Gerade in der heutigen Welt, wo die Weltbevölkerung immer mehr wird, immer mehr Milliarden Menschen auf der Welt leben, ist es so wichtig. Jeder von uns ist ein
original. Seien wir also wirklich echt. Wir sind um unseres Selbst willen aus Gnade geliebt. Wir müssen uns das nicht verdienen und wir können es auch nicht. Und wir brauchen es auch nicht. Tja, jetzt ist die Predigt zu Ende. Was machen wir nun mit dem Wochenvormittag? Ich hätte gern, dass wir jetzt, wir werden auch ein Lied singen, glaube ich, ja? Okay. Aber dann nimm dir doch mal Zeit. Sing mal nicht so mit. Geht, glaube ich, sowieso nur irgendwie mit Maske. Red doch mal mit deinem Gott. Sprich doch. Natürlich sind ja auch Leute, Sascha, ich, andere, mit denen du reden kannst und reden darfst. Aber ich glaube, dass hier Gott wirklich auch Leute anspricht. Und bereinigen wir die Sachen, die in unserem Leben sind. Und nehmen wir uns auch mal die Zeit, mit Gott zu reden. Mensch, wo es hapert, wo es fehlt, damit Gott in unserem Leben handeln kann. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Predigt, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, Herr, dass du zu uns redest, Herr. Und danke, dass du unsere Seelen immer wieder ansprichst, auch an diesem Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns weiter an dir, an deiner Person orientieren, Herr Jesus. Jesus, erfülle uns einfach mit deinem Geist hier an diesem Morgen. Und setze uns da frei, wo du uns freizusetzen hast, Herr. Herr Jesus, da wo Dinge dir im Wege stehen, da räume sie aus, Herr Jesus. Ich bete dich darum. In Jesu Namen. Amen.